Komm ich nicht hoch. So, Patrick, du jetzt mit meinem? Das ist ganz entspannt. Oh, ich bin jetzt auf dem Bodensee Königssee-Radweg. Geht so erstmal etwas bergauf. Das ist kein Flussradweg. Aber gut, das ist klar. Ja, Patrick hat mir schon Kaffee angeboten und ich denke, ja, ich bin schon etwa seit 6 Uhr wach und habe schon meine Isomatte zusammengerollt und so weiter. Ja, trinken Kaffee erstmal gemütlich und ich schätze mal, ich komme so gegen 9 los. Was meinst du? Ja, auch so, dauert ja schon länger. Ja, wird das 10 Uhr. Mal schauen. Ja, wie heißt sie noch, bei der ich irgendwie übernachten? Ja, ich hatte, danke, ich hatte mal angeschrieben, aber irgendwie antwortet sie nicht. Jetzt habe ich noch mal Campingplatz. Kesselberg heißt der, glaube ich, an so einem See. Kann das sein? Kochelsee oder so. Eine E-Mail geschrieben. Mal schauen. Das wären allerdings 120 Kilometer. Dann müsste ich eigentlich bald mal losfahren. Aber schauen wir mal. Das sieht doch ein bisschen verbrannt aus. Hier ist so ein Terrennagel, so nicht top. Einfach sauber und ausreichend in der Anzahl. Ja, wir sind gleich startklar. Ich bin zumindest startklar. Patrick, ja auch nahezu. Ja, wir haben zusammen für den Campingplatz 31 Euro bezahlt. Sie hat uns bewusst ein Zelt geschenkt. Das fand ich echt nett. Also haben wir jeder 15,50 Euro bezahlt. Ja, ich wollte mir jetzt eigentlich noch eine Apfeltasche kaufen. Patrick meinte, sie seien sehr lecker. Aber angesichts der Schlange lasse ich das lieber. Und ja, ich habe 2 Brötchen, hatte ich noch besorgt gehabt. Ich bin soweit fertig. Warte noch auf Patrick. Aber so lange habe ich Zeit, um hier mein Nieren noch mal zu synchronisieren. Ja, wir fahren dann noch mal gemeinsam nach Lindau auf die Insel und starten von dort aus dann unsere Tour. Die führt dann hier fast noch mal am Platz vorbei, bevor es dann ja hochgeht. So, der frühe Vogel pflückt den Wurm. Und bist auch extrem früh aufgestanden heute? Ja, ich war um 6 wach. Ja, der frisst nur Würmer. Ach so. Um 7 kam ich, glaube ich, aus dem Zelt, ne? Jo. Ja, pünktlich zum Kaffee. Ja, und jetzt ist es 9:30 Uhr. Ja, ich denke mal, es ist eine gute Zeit zum Starten. Ja, wir haben es ja wirklich auch gemütlich angehen lassen heute Morgen. Ja. Und es ist wieder geil, oder? Es macht richtig Laune. Ja. Wetter ist perfekt. Patrick ist noch an meiner Seite. Ja. Wir fahren die Strecke gleich wieder zurück, aber wir wollen erstmal auf die Insel, damit ich meine Tour ganz offiziell dort starten kann. Ja, hier fahren wir an Schenker vorbei. Da standen gerade E-Bikes drin, da kommt man ja glatt in Versuchung. Patrick, du doch nicht. So, Matthias versucht jetzt mal mit meinem Fahrrad loszufahren. Der Sattel ist zwar zu hoch, aber. Scheiße, ich komme nicht hoch. Ja, ich habe eine hohe Schritthöhe. Wo geht er an? Wo geht er an, ja. cool, ich fahre mal. Ich fahre in die Richtung. Okay. Oh, ich komme nicht runter. Ja, ich habe lange Beine. Kannst auch schalten während der Fahrt einfach. Ja, schon. Aber das hat keinen Sinn. Es geht voll auf meinen Damm oder wie man das nennt. Also, es ist ganz schön schwammig, finde ich. Also so hier vor, oder sind die Taschen so schwer? Die, ne? Taschen sind schwer, da ist mein Schloss, ja, ja, drin. Oh Gott. Aber cool. Ich stehe den Leuten noch nicht ausmachen. Das Rad ist schwer. Wahnsinn. So, Patrick, du jetzt mit meinem? Kann ich mal versuchen. Auf mein Kinderrad. Das guckt aber wirklich erstmal so. So.
Sehr entspannt. So. Holz. Oh. Gefühlt so, du drückst so gerade mal das Pedal so ein bisschen runter und fliegst gleich nach vorne los. Ja, ist nicht der Turbo an. Nee? Nee. Ich will nicht wissen, wie es mit Turbo ist. Boah, ich warte kurz, da kommen gerade zwei Autos. So, jetzt versuche ich mal. Es ist fast wie Go-Kart fahren, das macht richtig Laune. Bitte? Das macht richtig Laune, das ist fast wie Go-Kart fahren. Ja. Boah. Aber muss man echt aufpassen, das ist echt. Wenn du zu viel drauf drückst, das merke ich so richtig, wie mein Rücken so nach hinten wegzieht. Ja. Und du bist noch im, guck mal, EMTB-Modus. Genau. Das ist der schwächste, oder? Nee, der zweithöchste. Ich will also, nicht, also Stufe 3 von 4. Turbo probieren wir heute nicht aus, das wäre zu gefährlich für mich. Aber macht Laune. Hat was. Hat definitiv was. Das ist halt das Grinsen dann. Ja. Ich gebe es auch nicht mehr her. Meins. Da muss ich nicht mehr so, mich so anstrengen. Wo bist du eigentlich? Ach ja. Richtig cool. Ja. Das Rad gefällt mir. Wir sind auf der Insel und links ist das Wasser. Wir dürfen später nicht vergessen, die Sender auszutauschen. Ja, stimmt. Sonst fahre ich mit deinem weiter. Ja, können wir uns ja noch unterhalten. Ne? Links. Schlechterbräu. Im Bier ist es aber noch ein bisschen zu früh heute. So, Matthias fährt vor zum offiziellen Startpunkt. Vom Bodensee-Königssee-Radweg. Hat sie ins Navi eingegeben und ich folge ihm jetzt. Ich fühle mich beobachtet. Ja, halt das Pech eines YouTubers. Ja, ich starte jetzt hier meine Tour. Bodensee-Königssee-Radweg. Da ist das erste Schildchen. Und ja, Patrick begleitet mich noch mal ein Stück. Wir fahren jetzt wieder das gleiche Stück zurück. Ja, jetzt geht's los. Endlich. Es ist schon 12:30. Ja, Quatsch, 10:30. Und Patrick hat noch seine Ansagen gemacht. Ich habe noch eine Story gepostet. Ja, jetzt stecken wir schon im Stau hier. Patrick, sag's. Wir fahren jetzt von der Insel runter. Für dich geht's gleich dann auf dem Königssee-Radweg weiter und ich fahre dann die Radrunde Allgäu. Ja. Bist du schon aufgeregt? Nö. Ich bin nur aufgeregt, weil ich noch keinen Platz habe. Ich dachte, meldet sich. Ich hatte sie ja vorher schon angeschrieben gehabt. Die meinte einfach, ja, meld dich kurz vorher. Ich habe mich kurz vorher gestern gemeldet und sie hat sich nicht zurückgemeldet. Gut, da steht noch eine Telefonnummer, die könnte ich anrufen. Das werde ich nachher wahrscheinlich auch machen. Ich habe so ein Déjà-vu, als wenn wir gestern hier schon mal die Strecke gefahren wären. Ja, dein Déjà-vu bewahrt sich. Wir fahren nämlich erstmal in Richtung Campingplatz, aber davor biegen wir ab. Ja, auf den Bodensee-Königssee-Radweg für dich und für mich in Richtung Radrunde Allgäu. Ich habe ja schon mal beim Parkcamping in Linda übernachtet. Deswegen frage ich jetzt mal Matthias, wie er mit seinem mit dem Campingplatz zufrieden war. Ja, der war genial. Also sehr aufgeräumt, schön gestaltet, Toiletten in ausreichender Zahl, Duschen, alles vorhanden, sehr schön gemacht. Und ja, war recht voll, aber
war eine nette Atmosphäre auf dem Platz, fand ich. Ja, und die Nähe zum Bodensee ist natürlich genial. Ja, und zu zweit haben wir auch einen kleinen Rabatt bekommen. Wir mussten nur ein Zelt bezahlen und nicht zwei. Also so hat es für uns beide dann zusammen 31 Euro gekostet. Absolut fair. Es geht mal bergab hier. So, jetzt müssen wir links abbiegen, ne? Ja, und dann geht's gleich wieder rechts. Guten Appetit. Hey, wir sind in Lindau. Ja, schon wieder. Ja, Patrick, jetzt so schnell das Wasser nicht aus. Ich habe nur 0,75 Liter Wasser dabei. Aber ich werde schon was finden und ich will jetzt auch nicht so viel mitschleppen. Ja. Patrick will ja ein bisschen trainieren jetzt, ne, mit Flaschen. Und hinten noch eine Bleikiste drin. Nee. Ja, du hast da 800 Höhenmeter, ne? Naja, heute 800 Höhenmeter, erstmal 550, um zur Radrunde Allgäu zu kommen in Scheidegg. Und dann noch mal ein paar hundert zu meinem Campingplatz heute. Ja, okay. Ja, bei uns trennen sich jetzt die Wege, ich fahre jetzt weiter. Und ja, Patrick, wünsche viel Spaß. War nett, dich getroffen zu haben. Echt, hat echt Spaß gemacht. Hätte echt noch Lust, weiterzufahren mit dir, aber ja. So ist das nun mal. Genau, ich habe meine Route halt schon geplant gehabt. Ansonsten hätte ich auch spontan gesagt, ich fahre jetzt hier mit dir mit. Aber mich zieht es halt danach dann nochmal in Richtung Schweiz. Und ja, von Salzburg aus zur Schweiz wäre es ein bisschen weit. Ja, okay. Mir geht auch so langsam die Zeit aus. Ich habe jetzt nur noch 5 Wochen Zeit zu reisen. Ja. Ja, und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Und wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr. Ja, genau. Also wir behalten uns im Auge. Ich wünsche dir viel Luft im Reifen und keine Pannen und viel Spaß. Danke, Patrick. Dir auch. Alles Gute. Jo. Bis bald. Tschüss. Gute Reise. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht's alleine weiter. Das ist tatsächlich schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man dann wieder ganz alleine auf sich gestellt ist. Kann der Patrick schon ein bisschen verstehen oder sehr gut verstehen, wie es war, als er, nachdem er mit Julia ein paar Wochen gefahren ist, wieder dann alleine weiter musste. Ja, nichtsdestotrotz, für mich geht's weiter und es ist perfektes Wetter. Es kann nicht besser sein. Yes. Und ich bin jetzt auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. So, ich fahre mal kurz nach Österreich. Bächle. So, Österreich. Aber gar nicht lange aufhalten. Es geht rechts weiter. Ich war hier schon ein paar Mal, zumindest vom Fernseher, gesessen und Videos gesehen. Daher wusste ich schon von Weitem, dass hier die Grenze ist. Danke an alle, die hier schon Videos gemacht haben. Ich fahre euch nur nach. Aber ich wollte auch den Bodensee-Königssee-Radweg mal gefahren haben, weil viele von schwärmen und ich einfach das als Referenz für andere Wege. Ja, ich bin auch nur Anfänger. Ja, es ist ein kleiner Einsteigertest hier. Geht so erstmal etwas bergauf. Aber so muss es sein. Ich fahre gerne oben. Gerade ist festgestellt, dass ich im Tourmodus fahre. Aber es kann ja niemandem schaden. Weder meinem Motor noch mir. Ah, jetzt wird es eben. Und schattig. Ja, jetzt ging es gerade hier über eine Bundesstraße. Und der BKR war gar nicht hier ausgeschildert. Aber ich habe noch auf den anderen Radfahrer noch kurz gewartet. Der ist ja auch hoch. Und dies entspricht auch meiner Routenplanung. Ja, es ist kein Flüsseradweg. Ich bin jetzt gerade mal 8 Kilometer gefahren oder 9. Seit ich mich von Patrick getrennt habe. Und da waren schon ordentlich HMs vorbei. Rechts abbiegen.
Oh, keine Fliege im Auge, ich muss mal meine Brille aufsetzen. Ja, hinter mir wird der Kirchturm saniert. Ja, da ich gerade den Akku wechseln musste und die SD-Karte, muss ich mal kurz anhalten und bin gerade etwas an der Landstraße entlang gefahren. Hallo. Ja, und jetzt geht es wieder durch so einen schattigen Abschnitt. Das war, nee, den kenne ich noch gar nicht. Aha. Oh Gott, ist da einer geholt? Geht doch nicht. Ich könnte hier echt länger abhängen. Ein toller Ausblick hier. Ich habe jetzt schon ein bisschen Hunger. Ich habe nur zwei Brötchen und kein Käse, gar nichts dabei. Wird sich schon irgendwo noch einen Laden finden. Ja, hier gibt es eine Sperrung, eine Baustelle, die hier runterführt. Ich fahre jetzt einfach durch. Was soll ich machen? Das nächste ausgestellt. Aber überhaupt kein Problem, hier kommt man gut durch. Herr Gatzimmer, da spricht man von Käse, schon hat man Käse. Ja, werde ich auch mal reingehen. Hier ist nichts los, brauche ich nicht abschließen. Na, wo es jetzt hier schon so eine schöne Bank gibt, werde ich mir gleich die Brötchen hier einfach reinziehen. Ihr habt dafür für die 5 Scheiben Käse 1,27 bezahlt, war gerade im Angebot. Ach, sieht das nicht gut aus. Ja, gleich neben dem Käseladen geht es hier bergauf und wieder in die Landschaft. Ja, ich habe Probleme gerade mit meinem Rode Wireless Go. Das verbindet sich sporadisch, manchmal nicht. Ach, jetzt müssen wir mal gucken. Ich lade es noch mal ein bisschen auf, sein, dass es ein bisschen Windgeräusche gibt. Ja, ich bin bei Maria Tann und jetzt geht's nach Lengen. Ach Gott, jetzt kann ich es mehr lesen. Ah, Lenkerz oder so. Ja, hier geht's auch nochmal hoch. Das ist ganz schön. Also für einen normalen Bike ganz schön anspruchsvoll. Das ist kein Flussradweg. Aber gut, das ist klar. Schon schön. Das hat zwei Hände, geht's richtig runter. Hui. Erster Gang. Jawohl. Hier geht's hoch hier. Da hinten habe ich sogar einen Campingplatz durchschimmern gesehen. Ja, was ist das genial? Es macht so einen Spaß hier zu fahren. Mein Rode geht jetzt wieder
Und mein Wasser wird knapp, ist noch ein Drittel drin. Jetzt noch ein Bodensatz. Oh. Mann. Kurz mal ausruhen. Und die Ruhe genießen. Nach 100 Metern leicht rechts abbiegen. Ja, weiter geht's. Oh, liebe, lass mich bitte nicht hängen. Ich hatte jetzt aber kein Internet, um noch mal nach ihrer Telefonnummer zu suchen. Ah, ist das schön. Ja, falls ihr euch wegen der Edelstahlflasche fragt und meiner Feedlock-Halterung, wo die geblieben ist, ich werde darauf auf jeden Fall noch mal eingehen in einem anderen Video. Hallo? Wasser gibt es hier auch nicht, ne? Wasser? Trinkwasser? Ja. Geschlossen, Ruhetag. Ja, war Ruhetag. Hat mir die Herrschaften erzählt. Und für alle Leute, die Räder mit Saft fahren, hier kann man auch sein E-Bike laden. Die hatten auch gerade geladen. Ich habe noch 50% auf meinem großen Akku. Ich habe den kleinen Akku noch voll. Ich wollte jetzt nicht da noch rumsitzen. Ja, Wasser gab es da nicht. Ich kam gerade aus dieser Richtung. Oh, der Lenker mir gerade in die Hüfte. Ich kam jetzt gerade aus der Richtung. Fahre jetzt nach da. Interessanterweise ist der Bodensee-Königssee-Radweg von der Richtung aus geschildert. Von der Gegenseite, aber nicht in diese Richtung. Gut, dann mal weiter. Das ist doch echt erstaunlich saftig hier. Also was ich vorgestern gesehen habe, war schon richtig trocken. Da war gerade ein Biergarten, der geöffnet war, mit Gästen, die Bier getrunken haben. Wir haben jetzt 13.49 Uhr. Ich trinke jetzt kein Bier. Ich habe jetzt noch 35 Kilometer etwa bis zur. Aber das ist ja, wie gesagt, noch ungewiss, ob ich da bleiben kann. One night, one tent. Mal schauen. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, jetzt geht's richtig hoch. Ah, oh, Serpentin. Rötenbach war das übrigens. Rötenbach. Noch 43% Akku, wenn das interessiert. Und hab noch einen vollen Akku im Gepäckfach. Mit 500 mAh Stunden. Amen. Ganz schön windig gerade. Ich bin in Schönau, wollte ich sagen. So richtig happy wäre ich, wenn ich einen Campingplatz hätte. Hätte ich das nur vorher organisiert, was für ein schönes Häuschen. Könnte mir jetzt einen Supermarkt vorstellen, mit ganz viel kühlen Getränken. Und dann könnte ich mich drin vorstellen, wie ich dann mir eine Cola raushole. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen, das wird wohl nichts mit. Beim Kühlfach. Statt Kühlfach Kühe. Und statt Kühlfach Steigung. Aber schöner kann eine Steigung fast nicht sein. Naja. Da kämpfen sich auch zwei hoch, rechts. Mein super geniales Navigationsprogramm hat mir gerade was von Trinkwasser geflüstert, an dem ich vorbeikomme. Nach 100 Metern leicht abbiegen. Oh, da kommt leider nichts mehr raus. Ja. Ja. Grüß Gott. Hallo. So, dann gab es doch noch Wasser. Ja, super. Die waren echt freundlich. Das war vom Privat. Die waren, saßen noch beide gerade draußen. Aber ja, das ist schon klasse. Ja, das war jetzt hier in Heimhofen.
Vor lauter Quatschen bin ich doch gerade achtlos an einem Kunstwerk vorbeigefahren. Gut, dass es andere aufmerksame YouTube-Radler gibt. Und was ist das? Das muss ich mir näher angucken. Das sind Verschlusskappen von Getränkeflaschen. Moderne Kunst am Wegesrand. Gibt's sogar im Allgäu. Bom, bom, bom. Ja, das war jetzt hier in Heimhofen. Und habe mir jetzt gleich beide Flaschen aufgefüllt. Also die Edelstahlflasche plus die Powerade, die habe ich mir gestern aufgehoben. Und die haben uns schon vorgewarnt, es geht noch ein bisschen bergauf. Aber gut, alles gar kein Problem. So, was haben wir hier? Das ist ein Milchprodukt hier oben rechts. Cool. Allgäuer Cola, cool. Mal gucken, ob das nicht gerade 10 Euro kostet. Ja, 55, 2,50. 5, 5. Willkommen, bitte auf Bestätigung warten. So, wenn man hier mal über die Blümchen guckt und da rein, dann sieht man ein Riesenbecken. Cool. Allgäuer Alpenwasser. Ja, unterstützt man wenigstens die Region auch ein bisschen. Will man mal cool sein. Jetzt habe ich den ganzen Dreck hier. So, ich bin wieder total happy. Ich habe gerade angerufen, habe sie auch erreicht. Sie meinte, ja, da sei noch jemand da. Und das ist doch der Wahnsinn, oder? Und den Tipp habe ich von Lucy. Also Lucy, vielen Dank. Ja, dann fahre ich mal weiter. So, ich muss hier rechts abbiegen. Einhändig eine Vollbremsung hingelegt. Und dann links hoch. Mann, sind die viele Schilder. Das kann doch kein Mensch auf einmal lesen. Oh nö. Ich hab's mal ausgesucht. Oh, was für ein saftiger Rasen hier. Hallo? Die Enten haben mich total abgelenkt von dem schönen Panorama auf der linken Seite. Aber kommt ja sicher noch mal. Das ist echt Gänsehaut-Feeling hier wieder. Wahnsinn. Oh Gott. Was habe ich für ein Glück, sowas machen zu dürfen. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ist auch nicht selbstverständlich, dass man so einigermaßen gesund ist und frei. Ja. Weiß ich schon zu schätzen. Also die Zusage von macht mich natürlich total happy. Kann ich das ganz anders genießen? Oh Gott. Oh, kriege ich so ein bisschen Herzkasperle hier. Danke.
ja, kann man es ganz anders genießen. Weiß nicht, wenn ich weiß, ich bin da irgendwo willkommen und kann mein Zelt aufbauen. Als ich dann noch lange rumtelefonieren muss und ungewiss ist, wo ich da übernachten kann. Ich habe das Thema, dass ich mir vor kurzem 50er-Reifen anstelle der 47er aufgezogen habe. Und jetzt schleift das Schutzblech gelegentlich. Und dann ziehe ich das einfach ein bisschen hoch. Kann mal sehen. Und dann passt das erstmal wieder für ein paar Kilometer. Ah, ich war doch nicht Radweg. Das war kein Benutzerpflichtiger. Ja, ich war jetzt in Karlshofen und bin gerade eben auch durch Markt Oberstaufen durch. Da gab es einen Supermarkt, also da könnte man einkaufen. Habe ich jetzt keinen Bedarf. Da gab es gerade leckere Hackschnitzel. Das sah aber eher in einer Schreinerei aus. Ne? Ja, in letzter Zeit wechselt der Radweg oft von links nach rechts, da muss man über die Straße. Ja, da muss man am Bremsen warten und ja, ist ein bisschen nervig. Im Großen und Ganzen geht's. Hui, ein Wind. Ein Windchen. Da oben war, da hinter mir ist auch ein Skilift irgendwie. Oh. Ich bin schon windanfällig mit den Taschen. Ja, hier ist das Allgäuer Alpenwasser. Komm, eine Cola her. Ja, jetzt sind hier erstaunlich viel mehr Radfahrer unterwegs als vorhin. Wahrscheinlich, weil es hier auch nicht sonst voll ist oder hier im Ballungsgebiet. Nehme ich mal an. So, Dele, jetzt ist soweit. Nach 69 Kilometern genau ist mein Akku alle. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Jetzt drehe ich hier leer. Ah, geht das schwer. Jetzt geht's auch berghoch. Muss ich gleich mal wechseln. Sag mal, ist das Rad so schwer? Herr Patrick hat noch mal mein Rad in die Hand genommen und meinte, sein sei schwerer. Achtung, will ich die Tür aufmachen? So, hier gibt es ein Nadelöhr, da müssen wir durch. Achso, ich wollte den Akku wechseln. Ups. Geht mal rechts vorbei. Danke. Oh, ist kein Bänkle jetzt da, ne? Muss ich das jetzt irgendwie wechseln? War ich am liebsten im Sitzen. Da geht das nicht so ins Kreuz. Oh, was für eine Ruhe und Entschleunigung. Oh. Ja, eigentlich wollte ich nicht filmen, wie ich einen Akku wechsle, weil das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gezeigt. Na, jedenfalls habe ich den Schlüssel für das Akkufach, für den Akkudeckel, normalerweise nicht an meinem Schlüsselbund. Und ich hatte Befürchtung, dass ich den vergesse. Weil, stell mal vor, man hat zwei Akkus dabei. Und vergiss dann irgendwie den Schlüssel. Ey. Dann kannst du den anderen wieder zurückschicken. Das geht ja gar nicht. Kannst ja gar nicht mit der Post schicken. Musst du mit DPD vielleicht. Also ist alles gar kein Problem. Nee, manchmal klemmt das. Aber inzwischen. Hallo. Funktioniert das schon ganz gut. So. Ich wollte ihn eigentlich nicht ganz leer fahren, damit er schneller wieder voll ist. Weil im unteren, oberen Bereich lädt er ja langsamer, wie wir wissen. Ja, es ist jetzt 19.39 Uhr und ja, es sind noch geschmeidige 13,5 Kilometer.
Jetzt geht's langsam auf den Alptee zu. Wir stehen hier vor dem großen Alpsee mit einem Umfang von 8,1 Kilometern und einer maximalen Tiefe von 22,x Metern. Ja, keine Ahnung, ich war hier noch nie. Hab mal kurz bei Wikipedia nachgeguckt. Gerade hat mich zwei Spanierinnen angehalten. Die wollten in die Innenstadt. Ich weiß gar nicht mal, was so eine Innenstadt hier in der Nähe ist. Habe ich ein Taxi angerufen, weil der hatte keine Zeit. Und dann habe ich, in dem Moment kam ein Taxi, habe ich es angehalten und meinte, habe ich ihm noch gerade gesagt, dass ich keine Zeit habe. Da war das der, den ich angerufen hatte. Das war immer schon witzig. Ja, dann habe ich bei Google Maps auf Innenstadt geklickt. Das war die nächstgrößere Stadt hier. Und da latschen jetzt hin, das sind 2 Kilometer. Waren ganz dankbar. So, ich vermute mal, ich bin in Immenstadt. Tja, wo geht's, wie sitze ich hier? Das ging ganz schnell. Hier habe ich das Fahrrad im Blick. Ja, perfekt. Ach, ist einfach easy, wenn das Wetter so gut ist. So, jetzt bin ich wieder auf dem Track und es sind nur noch 5 Kilometer. Jetzt muss ich rechts. Oh, wie soll man solche Radien fahren hier? Ach, es ist ein Traumwetter heute. Es ist nicht nur ein Traumwetter, es ist auch eine Traumgegend, muss man wirklich mal sagen. Der Bodensee-Königssee-Radweg würde jetzt rechts entlang führen. Ich fahre aber weiter zu meiner Unterkunft. Ja, auch hier sieht man, wie stark der Fluss ausgetrocknet ist. Ja, ich vermute mal, dass ich jetzt vom Bodensee-Königssee-Radweg abweiche, weil ich zu meiner Übernachtungsmöglichkeit fahre. Über einen schönen See. Und das Bergpanorama. Okay, rüberschwenken. Das sieht man auf der kleinen Kamera ähnlich. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Untermeißelstein. Das ist Urlaub, ja. Da gehört Scheiße auch dazu. So, bin jetzt in Untermeißelstein. Und da glocken schon die Kirchen. Ja, seit dem Käsebrötchen habe ich noch nichts gegessen. Und ja, ich wollte jetzt da auch irgendwie keine Pommes oder so essen. Nur mal die Lage checken, wie das ist. Ich bin jetzt angekommen hier und ich weiß, dass hier noch eine Frau kommt. Oder auch gebucht hat und jedenfalls sind 2 Plätze frei. Mal schauen. Ich baue erstmal mein Zelt auf. Ich glaube, das ist hier noch privat. Da unten, das gehört bestimmt nicht dazu. Jo. Das Wetter passt. Luti, nochmal vielen Dank für die Empfehlung. Die gehen rein wie Butter. Aber da wird es nicht reichen mit dem Vorzelt, das hier schon direkt am Hang steht.
bin jetzt gerade noch mal einkaufen gefahren, ungefähr 5 Kilometer hier in den, nach Immstadt rein. Oh, es gibt einen tollen Sonnenuntergang an irgendeinem See hier, keine Ahnung. Und habe mir noch ein bisschen was zu essen besorgt, ein paar Tortellinis, Parmesankäse. Und um 10:30 kommt dann die Gastgeberin. Da werden wir wahrscheinlich schön schnacken noch. Ja, und ich denke nicht, dass ich da noch filmen werde. Und danke euch schon mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Tag, bis zum nächsten Video. Euer Matthias. Tschüss. Ja, zum zweiten Mal mittlerweile. Und das bringt mich aus dem Konzept. Oh. Oh. Anders. Ja. Das kommt rein, so Outtakes. Oh. Zum zweiten Mal willkommen am Bodensee. Willkommen am Bodensee. Oh nein. Das kann nicht wahr sein, Patrick. Hat er nicht gefilmt? Ja. Ja, ich war ja schon beim Carpanking. Ich habe ja schon mal beim Parkcamping in Linda übernachtet. Ah, Leute. Warum filme ich alles? Warum muss ich immer alles filmen? Mit zwei Händen geht das nämlich einfacher hier. So.